Herzlich willkommen zurück zu Jade Kukong 2. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Ich habe auch etwas am Team verändert. Das werdet ihr gleich sehen. Ich möchte bloß noch die Muckwurz hier aufsammeln. Und wir waren, glaube ich, letztes Mal hier reingelatscht. Wir gehen jetzt mal woanders rein. Und zwar gehen wir dieses Mal. Ne, wo ist denn hier doch ein Türchen? Ach, da ist noch. Wunderbar. Na, ihr wisst, was ich meinte. Gehen wir nochmal hier rein. Ach, wir waren woanders dran. Vorhin. Letztens. Ach, da sind wir. Okay. End of Desolate Field. Ja, was hat sich im Team geändert? Ich habe natürlich ein bisschen trainiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein bisschen was verändert. Oldwergig ist nun ein bisschen stärker geworden, wie ich es versprochen hatte. So, Stimmig ist ein bisschen stärker geworden, Geraluch ist ein bisschen stärker geworden. Wortwelch Blume ist ein bisschen stärker geworden, Mao ist ein bisschen stärker geworden. Wir haben einen neuen Freund, einen Tiki-Dreck. Wie ich es versprochen hatte. Und ein Mao, ein Toch. Ja, und der Toch, der hat jetzt. Können wir mal kurz angucken. Oh, wie süß. So. Ich habe hier Speed Up und MP Recovery für ihn gehabt und würde ihn gerne auf Windwasser legen. Dann Tiki Drech, den werde ich zur Dote beibringen, damit er ein bisschen Cast hat. Weil es ist halt ein Caster. Und ja, dann werde ich ihn auf Wind packen. Ich weiß noch nicht, was ich nehmen werde. Also Sleep schon mal nicht. Das wäre dann zu einfach. Ich überlege es mir noch, was ich dann nehmen werde. So, ja, kämpfen brauchen wir erstmal hier nicht. Denn wir können ja alles schnell durchgehen hier ein bisschen. Und dann wird später Tiki durch den Platz tauschen mit. Schade. Mit dem Luch. Wenn er ein bisschen stärker geworden ist. Ne, dann möchte ich gerne flüchten. Okay. Und der Geraluch, der wird sich dann verpiesen erstmal. Und dort, wo er steht, also er steht gerade in Erde, wird er dann ausgetauscht mit dem Tamatotch. Tamatotch muss aber erstmal noch das nächste Merch erreichen und somit auch seine allerletzte Stufe, denn die fehlt uns ja noch bei ihm. Und dann hat er 5 Merches. Ist, glaube ich, dann sogar mein stärkstes, also mein längstes, was ich dabei habe. Und ja. Ach, guck mal. Okay, das ist jetzt so, sozusagen ein Fail gewesen. Wir sind jetzt wieder am Anfang. Können wir uns den Eingang merken? Nein, können wir uns nicht. Wir laufen bestimmt wieder in diesen selben Eingang rein. Das wette ich mit euch. So, dann können wir den abhaken, den Weg. Und ja, nee, ich gehe jetzt nicht wirklich nochmal in alle rein hier. Wie ihr hier unten rechts gesehen habt, habe ich schon sehr viel Kohle eingesammelt. Nur durch den einen Bereich hier. Und ich habe auch halt bloß hier trainiert. Gehe ich jetzt, wenn ich jetzt hier reingehe. Oh, ich hoffe mal, dass ich hier noch nicht war. Verdammt! Ich hab's doch gewusst! Ich hab's doch gewusst, dass wir genau in dasselbe Ding reinlatschen. Zumindest ich in dasselbe Ding reinlatsche. Ach. Ich bin echt eine Katastrophe. Ich sollte das Game aufgeben. Nein. Ah. Es wäre ja schlimm, wenn ein Typ, der in der Spielebranche später arbeitet, nicht spielen würde. So. Aber was wichtiger ist, streich den letzten Satz. Sehr viele, was ich eigentlich sagen wollte, sehr viele Entwickler
also in der Spielbranche, die entwickeln ja gar nicht mehr. Also, die entwickeln. Ja, doch, die entwickeln schon. Aber die spielen nicht mehr. Also, die sehen wirklich bloß nur das Element Spiele als ihre Arbeit an und nicht mehr als Spaßfaktor für zwischendurch oder. Ja, für zwischendurch. Wenn ihr halt mal die alten Säcke da fragt oder so, was sie spielen, dann antworten sie leider, nee, wir haben leider keine Zeit, bla 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 bla. Ja, und das ist das Problem, warum es momentan eigentlich sehr viele schlechte, beziehungsweise sehr viele Spiele gibt, die einfach recyceln. Also Stoff, den man schon mal hatte, hier waren wir schon mal drin. Stoff, den man schon mal hatte, dass sie das einfach nochmal neu machen. Da war ich auch schon. Also, okay, jetzt war ich doch richtig. Das ist einfach recyceln und nichts Neues erfinden. Zum Beispiel Heavy Rain macht's ja vor. Zum Beispiel jetzt. Ist mal was anderes. Als immer diese ständigen Ballereien oder GTA-mäßigen Spiele. Oder es kommt jetzt auch hier so ein neues Spiel von Rockstar raus. L.A. Noir. Das ist. Man ist in den 40er Jahren, glaube ich. 40er. Und muss Fälle lösen. So Heavy Rain-mäßig, so ähnlich. Und die haben dort eine Technik benutzt, die jetzt bei Rockstar jetzt zumindest sehr gut funktioniert. Die haben halt die Menschen angeschlossen an so ein Geräten, wie es halt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, also in so einen Räumen, damit man die Mimik aufzeichnen kann von Gesichtern und so weiter. Und das haben sie halt noch ein bisschen verfeinert, die Technik. Und jetzt sieht man richtig, dass die Stirn runzelt und so weiter. Also die Grafik ist echt bombastisch. Und ich bin mal gespannt, wie das Spiel überhaupt ankommt. Wie es überhaupt so wirkt und was daraus wird. Ist bestimmt interessant. Weil ich mochte zum Beispiel auch. Da ist schon wieder ein Ausgang. Aber wo ist der Schlüssel? Hä, wo ist denn der Schlüssel? Für die Tür. Bin ich nicht überall reingegangen? Doch. Eigentlich schon. Ich mochte ja zum Beispiel Heavy Rain auch sehr gerne. Ich hab's zwar nie gespielt, weil ich hab's halt beim Let's Play mal gesehen und ja, wenn man keine PlayStation 3 hatte und ja, ich hab's mir dann irgendwann vermiest und mir alles gespoilert, also deswegen werde ich wahrscheinlich Heavy Rain nicht wieder spielen oder gar nicht spielen. Ich hab's mir einfach wirklich gespoilert. Ich weiß, wer der Mörder ist und so weiter. Ja, vielleicht gibt's ja hier zwei Ausgänge. Okay, in so einem Areal gibt es bloß einen Ausgang. Ein Eingang. So. Na da. Ja, ist halt bei mir bei der Sprache ein bisschen komisch. Als ich ein Kleinkind war, habe ich nie gesprochen. Oder kaum. Und deswegen musste man mit mir Sprachtraining machen. Und es war eigentlich nicht lustig. Mir hat es damals nicht gefallen, zum Onkel-Doktor zu gehen und da Sprachtraining zu machen. Also nicht so ein Sprachtraining, wie ihr es vielleicht kennt, mit bla 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 oder irgendwie auf dem Bleistift rumkauen und dann irgendwas zu reden oder so. Damit man ein bisschen die Zähne auseinander bekommt. Sondern irgendwie. Also ich habe so Karten gekriegt für Pferd, Katze, Hund und so weiter. Ich sollte dann den Namen sagen, bla bla bla. Sowas halt.
Und deswegen habe ich eigentlich meistens auch irgendwie so einen kleinen Sprachfehler. Aber egal. So. Hallo? Du bist dich jetzt bestimmt. Da kam ich leider nicht dran vorbei. Der sieht irgendwie ungesund aus. Ja, ich möchte in diesem Part sehr viel erkunden, deswegen kämpfe ich nicht sehr viel und möchte euch natürlich so viel zeigen wie möglich. Ah, cool. Gulliman Strong, Human Murderer. Ah. Ja, ist auch nicht schlecht. Nunga. Gut, dann machen wir erstmal hier. Okay, der ist schneller als ich. Schön zu wissen. Ich dachte eigentlich, dass ich schneller wäre. Dann hätte ich mich jetzt hier, bevor er irgendwie, weiß ich nicht, ein Schild oder so. Ich weiß nicht, was der macht. Schwingina, was war das? Ach, das erhöht die Angriffsstärke, glaube ich. Was ihn aber leider nichts bringt, weil er ein Slimmich ist und Slimmich haben nicht so hohe Angriffsfährte. Und dadurch, dass er jetzt noch blind ist. Ja, Attacke geht hoch. Aber leider habe ich ihn gerade auch noch ein bisschen von meinem Saft gegeben, sozusagen. Ah, nee, aber. Fall, total falsch hier stehen. Ich meinte, ich habe ihn die Attacke runtergesetzt. Ich glaube, ich bringe den Erddrachen Mitrea bei, also dieses. Nee, nicht Mitrea, sondern. Dieses, was die Hälfte wegmacht von den HPs. Das ist eigentlich eine sehr starke Attacke. Wenn sie denn mal trifft. Ja, wie ihr sehen könnt, also der Tamagotchi ist wirklich der stärkste. Ich glaube sogar auch mit den Strange-Werten. Der ist bei 100, 104, 105 ungefähr. Also knapp über 100. Was aber, was ich jetzt wirklich sagen muss, nicht besonders hoch ist. Denn mein Giraluch, der ja ein Merch weniger hat, ja, ein Merch, der hat genauso, fast genauso viel wie er. Und deswegen ist das eigentlich nichts Besonderes. Also ich kann mich erinnern, dass der, mein Luch, mein ursprünglicher, der hatte schon. Der hätte jetzt, wenn wir das so weitergemacht hätten, hätte der jetzt 150 ungefähr. Aber bei dem Luch ist halt das Problem, dass er sehr oft verfehlt. Ist halt schade, aber wenn er mal trifft, dann richtig mit Schmackes. So, dann hätten wir das jetzt auch und hätten wir wieder mal zwei schöne Attacken. So, jetzt lass mich doch bitte. Bitte, 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 geh jetzt. Oh nein, du schläfst. Na gut. Hier wäre ein Heizvor ganz cool. Nein, man kommt ja so oder so ganz gut voran. Komme ich da jetzt mit? Ja, gut. Ich kann escapen. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Wissen wir, wo es jetzt weitergeht. Gucken, ob ihr das hört in der Aufnahme. Das dürftet ihr hören. Ah, ich bin hier gerade barfuß. Oh, guck mal. End of Killing Fields. Ah, ein bisschen anders. Ah, weil klar, dass es eine Recovery Bibel ist. Ich glaube, wenn wir Erde abschließen, also im letzten Boss-Ding da sind, der Bosspflanze, dann können wir, glaube ich, nicht mehr rein. Ach, schaut mal. Falls ihr euch wundert, was das jetzt ist.
Das ist auch ein Kalmar. Das ist ein Kalmar. Also in sowas wären wir jetzt verwandelt worden, wenn wir den Fluch nicht gebrochen hätten. In sowas wären wir dann. Sieht aus wie eine Schnecke. Finde ich. Das obere, der Kopf ist ein Schneckenhaus. Und ich glaube, die verändern ihre Farbe. So grün, dann werden sie wieder rot. Und die heißen auch Kalmus, glaube ich. Aber die kann man nicht kriegen. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist das eigentlich so ein kleiner Gegner. Ich denke mal, der hat auch meine Key, meinen Schlüssel. Ja, wie ihr sehen könnt, kann er ja alles. Er kann auch bei mir tanken. So, mache ich erstmal seine Attacke runter wieder. Und mache Dark Crash, wenn es mal funktionieren würde. Leider nicht. Aber ist ja kein Problem. Yeah. Das ist jetzt sehr scheiße. Mein Heiler. Das Problem bei der Aufstellung, die wir jetzt haben, ist, dass wir keinen Heiler haben. Wie ihr sehen könnt, ist das eigentlich ganz schön stark, das Mistviech. Miss. Ja, ich war. Na gut, machen wir hier. So lange vom Schutzschild, der gerade umgefallen ist, geschützt werden. Komm schon. Vielleicht haben wir ja Glück. Nö, nee, aber nicht. Ich dachte, er würde jetzt meine die Mitte angreifen. Was hat er nach Power Drain gemacht? Ah. Können wir mich jetzt angreifen? Sehr viel Damage jetzt gemacht hat. Ja, ist gut. Ist gut. Wir möchten jetzt hier. Genau, Erde. Ja, mach. Oh, boah. 166. Das hat viel abgezogen. Ja, es ist schon ein bisschen riskanter, ohne einen Heiler zu spielen. Das ist die letzte Runde jetzt. Kann ich jetzt zweimal angreifen mit Feuer. Genau, jetzt macht er Power Drain, danach macht er mit Trier. Ah, toll. Ach nee, jetzt macht er Maltiana, stimmt. Na gut. Dann macht er auch mit Trier. Außer er wechselt seine Attacken wieder. So. Nee. Macht er nicht. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt down. Vielleicht. Vielleicht. Yay! Tamatotch, unser Held. Our little hero. So, 12.000.
Yay. Yay. Boah. Hilfe. Yeah. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Push. Immer schön pushen. Ah. Das war gut. Hey, hey, this is it. I bet this opens the green gate. Oh, really? There's one way to find out. Uff. Green Crystal. Crystal. So, dann gehe ich mal zurück. Ja, gut, ich werde mir jetzt einen Trainer oder sowas holen. Wahrscheinlich. Also Heilung. Was ist denn bitte der Touchscreen? Also bis bald. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.